Ja, dann begrüße ich auch alle erstmal recht herzlich im Namen der Vista. Die Vista ist ja in Berlin unter anderem dafür verantwortlich, den Technologiepark in Adlershof zu gestalten, macht aber im Hinblick auf den Berliner Südosten noch mehr Aufgaben. Also wir sind auch verantwortlich für den Innovationskorridor in die Lausitz. Wir stellen die Geschäftsstelle für die Zukunftsorte. Und unsere Tochterfirma, die Vista Plan, Herr Leibel ist auch da, macht eben auch im Auftrag des Landes Berlins viele Stadtentwicklungen im Südosten, zum Beispiel den Güterbahnhof Köpenick. Ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Impuls geben und möchte Ihnen darstellen, was aus meiner Sicht die beiden wichtigen Erfolgsfaktoren sind für eine positive Zukunft des Raums Südost. Hat jemand Idee, was glauben Sie, was sind die zwei Faktoren oder was ist ganz wichtig für Südosten in der Zukunft, dass wir weiter nachhaltig erfolgreich sind? Keine Ideen? Dann bringen wir es gleich mal. So. Ich glaube, es gibt nur zwei kritische Erfolgsfaktoren für hier. Und ich werde es auch gleich belegen, welche zwei das sind und warum die das sind. Das eine ist, wir brauchen eine gute Infrastruktur. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und das zweite ist, wir brauchen Toleranz. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung. Und nur wenn wir beide erhalten und beide steigern, werden wir nachhaltig erfolgreich sein. Es kommen noch ein paar Punkte, dann können wir am Ende klatschen. Ne? So. Wenn wir uns jetzt angucken, warum, will ich mal zwei Benchmarks bringen, also zwei Beispiele, wie Sachen funktioniert haben und dann auch ein bisschen die Theorie reingehen, warum das eigentlich so ist. Wenn wir uns Elektropolis angucken, sind wir hier direkt vor Ort, dann kann man sich angucken, dass Berlin damals aufgestiegen ist, wirklich zu einer Weltstadt, was den wirtschaftlichen Erfolg anging. Und das Ganze hat dadurch funktioniert, dass man sehr gute Zusammenarbeit hatte zwischen Wissenschaft und Politik, die das wirklich gut hingekriegt haben insgesamt unter Wirtschaft. Und es waren drei Faktoren im Nachhinein eigentlich dafür entscheidend. Das eine war, wir hatten eine sehr, sehr gute Infrastruktur, die aufgebaut wurde. Wir hatten Ausbau der Bildungslandschaft von klugen Köpfen und klugen Händen, die damals notwendig waren, um das Ganze hinzukriegen. Aber schon damals war ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, war Infrastruktur. Toleranz auch, weil sonst kriegen sie eben keinen Zuzug hin, wenn sie das eben nicht haben. Das ist ganz klar, wenn sie das nicht haben, wenn sie das nicht schaffen. Das zweite Beispiel, mag man jetzt nachsehen, ist logischerweise Adlershof, da wir dafür direkt verantwortlich sind. Adlershof heute der erfolgreichste Technologiepark in Deutschland, einer der drei Top-Technologieparks in Europa. Wie die FAC mal gesagt hat, der Ort mit der wahrscheinlich der größten Dichte an Weltmarktführern in Deutschland, also damit wirklich ein herausragender Ort, der hier im Berliner Südosten insgesamt da ist. Dieser Ort ist auch sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also wenn Sie sich hier die Arbeitsplätze mal angucken, die wir seit 2015 geschaffen haben, so sind wir jetzt im Jahr 2022 bereits bei 28.000 Arbeitsplätzen gewesen. Im Jahr 2015 war mal die Vision, dass wir 2030 auf 30.000 kommen. So, wenn Sie sich die Wachstumszahlen angucken, wäre es jetzt erstmal keine Überraschung, wenn wir das 2023 schon geschafft hätten. Die Zahlen kriegen wir gerade noch zugeliefert. Dass so ein Wachstum natürlich erstmal wirtschaftlich super erfreulich ist, von der Dynamik super erfreulich ist, ist klar. Es ist aber auch ganz klar, dass es besondere Herausforderungen an Infrastruktur gibt. Weil 2014 konnte keiner sehen, dass das so schnell und so erfolgreich wächst. Das heißt, alles, was damals an Infrastruktur ausgelegt war, war nicht dafür gedacht, dass wir so schnell wachsen würden insgesamt. Was wir wieder sehen können, der ganze Aufstieg, den wir insgesamt in Adlershof haben, kam wieder durch ein Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Es war wieder die Infrastruktur, die in Adlershof angepasst wurde. Es war diesmal nicht die Bildungslandschaft, die aufgebaut wurde, sondern die Forschungslandschaft, die wir im Südosten insgesamt hatten. Und es war eine Attraktion und Kooperation von Talenten. Also es wirklich zu schaffen, dass Menschen vor Ort zusammenarbeiten und an neuen Lösungen insgesamt arbeiten. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann geht es doch eigentlich darum, dass man gute Forschungslandschaften hat und viele gute Menschen hat, die vor Ort arbeiten, dann kriegt man das insgesamt hin. Das will ich gar nicht verneinen, aber ich sage Ihnen, warum die Toleranz trotzdem eigentlich das wichtigere Thema insgesamt ist. Und um das zu machen, können wir uns nochmal ganz kurz angucken, was auch die Firmen bei uns sagen. Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, Hightech-Image ist wichtig und Zugang zu Talenten ist wichtig. Wir fragen jedes Jahr unsere Firmen, und seit 10 Jahren sind das die drei wichtigsten Punkte. Die verschieben sich immer ein bisschen, aber das sind die wichtigsten Punkte, die wir insgesamt haben. So, wenn wir jetzt ein bisschen in die Wissenschaft gehen, die Stadtplaner werden alle Richard Florida kennen, ist 20 Jahre alt, was er erarbeitet hat, trifft aber heute noch genauso zu, wie es damals zutraf. Denn Florida hat
Sachen in Zusammenhang gebracht, die eigentlich relativ einfach sind. Ich mache das hier mal gleich groß. Ich komme gleich darauf, was auf dieser X-Achse dieser Global Creativity Index ist. Aber er hat eben darstellen können, dass der wirtschaftliche Vorteil und dieser Creativity Index hängen direkt miteinander zusammen. Also Sie können sehen, je höher diese Kreativität an einem Ort ist, desto erfolgreicher sind sie. Da gibt es einzelne Ausnahmen, das ist zum Beispiel Saudi-Arabien, hat aber einen anderen Grund, warum die sehr erfolgreich sind. Und wir können uns jetzt nicht auf Öl zurückziehen, dass wir das insgesamt hätten. Ansonsten, wenn du nicht solche Ressourcen hast wie Saudi-Arabien, bist du davon abhängig, dass du einen guten Global Creativity Index hast. Dann wirst du es auch automatisch schaffen, dass deine Wirtschaft boomt. Man kann sich auch angucken, was heißt denn das damit Lebensqualität und Lebenszufriedenheit? Auch da gibt es den Zusammenhang. Wenn sie das schaffen, ist es automatisch so. Was man auch sieht, wir sind eigentlich für das, was wir an Kreativität haben, ein bisschen zu unzufrieden. Das ist aber vielleicht unser Naturell, dass wir grundsätzlich eher erstmal meckern, eher erstmal sagen, die Flasche ist, das Glas ist halb leer als halb voll. Das ist eher unser Naturell, wo wir da liegen. Da sind die Skandinavier zum Beispiel, die ganz oben da drin sind, sind da noch ein Stückchen besser insgesamt. Wenn wir uns jetzt angucken, wovon der abhängt, hängt der genau von drei Sachen ab, nämlich von Technologie, von Talenten und von Toleranz. Wenn Sie die drei Sachen hinkriegen, die drei Ts, dann wird Ihre Region ganz automatisch erfolgreich sein, wenn man das schafft. Jetzt kann man sagen, Technologie, Südosten, herausragend. Also wir haben Union, da ist Champions League. Da sind wir sowas von top insgesamt, was wir haben. Wir haben die HTW hier, wir haben all die Institute in Adlershof da, wir haben die höchste Dichte an Weltmarktführern in Deutschland. Technologie ist sowas von gegeben hier. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Talente, wir ziehen Leute an, wir haben viele Leute hier insgesamt, wir haben gute Leute insgesamt da. Talente sind auch nicht unser Thema. Die haben wir. Toleranz ist ein Thema, wo ich vor 5 Jahren gesagt hätte, kein Problem. Wo ich heute sage, müssen wir aufpassen. Wir leben einfach in einer Zeit, wo wir aufpassen müssen, dass wir Toleranz nicht verlieren, dass wir diese Weltoffenheit behalten. Denn die Idee hinter diesen drei Ts ist, wenn Sie Technologie haben und wenn Sie Talente haben und Sie sind insgesamt eine offene Gesellschaft, dann zieht das neue Talente an, die entwickeln neue Technologie und damit verstärkt sich das ganze System permanent. In dem Moment, wo Sie diese Toleranz nicht mehr haben, ziehen Sie auch die Leute nicht mehr an. Wenn Sie die Leute anziehen, können die nicht mehr kreativ zusammenarbeiten, neue Lösungen finden. Sie entwickeln nicht neue Technologien und damit gibt es keine Innovation. Und ohne Innovation wird es keinen Fortschritt und keinen Wohlstand geben. Deswegen können Sie eigentlich die Themen, die ich gebracht habe mit Talent und Technologie, runterbrechen auf das Thema Toleranz. Denn die anderen haben wir. Das heißt, wir brauchen Infrastruktur und wir brauchen Toleranz. Das Schöne, wenn Sie was auf zwei Werte runterbringen können oder zwei Faktoren ist, man kann es so super schön einfach in so einem 2x2-Matrix darstellen. Das schafft dann sogar ich, um das hinzukriegen. Und da haben wir eben diese erste Achse, die kann aussagen, wir schaffen es, die Toleranz oben zu halten oder zu steigern. Wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir in diesem unteren Bereich, haben wir die unteren zwei Felder. Die anderen Achsen ist, wir schaffen es, die Infrastruktur an die Bedürfnisse anzupassen. Dann sind wir im rechten Bereich. Oder wir schaffen es nicht, das anzupassen. Dadurch gibt es dann 4 Felder. Wir haben 2 blaue Felder, die heißt, wir sind intolerant hier im System. Übrigens ist die, wenn die Farbgebung jemand an eine Partei erinnert, ist das jetzt reiner Zufall, da ich als Geschäftsführer einer Landesgesellschaft zur Neutralität verpflichtet bin. Und wir haben 2 Felder, wenn sie es schaffen, die Toleranz nach oben zu kriegen. Insgesamt, das ist dann tatsächlich kompletter Zufall. Weil blau-grün sind ja auch die Vista-Farben. So, wenn Sie sich das jetzt angucken, wäre das erste Feld, wir schaffen es nicht, als Gesellschaft tolerant zu sein. Das ist das Feld links unten. Und die Politik schafft es nicht, die Infrastruktur hinzukriegen. Wir müssen sagen, wir müssen das beide gemeinsam machen. Die Toleranz wird die Politik nicht oben halten können. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Bei der Infrastruktur kann sie einiges dazu beitragen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird das ein Desaster. Dann wird es vom Prinzip sagen, wir haben nicht die Leute, die da insgesamt, die wir brauchen, um Sachen voranzutreiben. Dann haben wir grundsätzlich ein wirtschaftliches Problem. Denn Toleranz ist jetzt nicht nur ein moralischer Aspekt, es ist tatsächlich ein wirtschaftliches Muss, dass das da ist. Wenn wir es jetzt zwar schaffen, die Infrastruktur anzupassen, aber trotzdem keine Toleranz da haben und die ganzen Leute, die wir momentan brauchen, mein Adlershof hat fast 30% der Leute haben Migrationshintergrund, die da arbeiten und Sachen entwickeln. Wenn wir das nicht schaffen, das hinzukriegen, dann wird es trotzdem kein schönes Umfeld werden. Ganz traurig fände ich den Fall, da müsste man wirklich weinen. Wir haben es geschafft, mit gesellschaftlichem Aufwand diese Toleranz oben zu halten, aber die Infrastruktur hat nicht nachgezogen.
Das heißt, wir wollen Leute hierher kriegen, aber es wird so mühsam, von A nach B zu kommen, dass die einfach nicht bleiben, weil es insgesamt einfach nicht mehr akzeptabel ist, keine hohe Lebensqualität hat. Das heißt, wir haben gesellschaftlich alles gemacht, aber haben es verschlafen, die Infrastruktur so anzupassen, wie wir sie eigentlich brauchen, damit Leute hier eben sein können. Und das andere, an das, was ich auch glaube, weil ich grundsätzlich ein zuversichtlicher Mensch bin, ist, wir schaffen es, eine hohe Toleranz am Standort zu haben und wir passen die Infrastruktur so an, wie wir sie brauchen, damit sich die Menschen hier wohlfühlen. Damit wir weiter, so wie es in den letzten Jahren war, im Südosten gut wachsen können, damit wir weiter erfolgreich sind, damit wir weiter sehr lebenswert sind und damit wir dann wirklich nicht nur in der Champions League spielen, sondern die Champions League auch gewinnen. Damit komme ich zum Ende und sage ganz klar, die Zukunft wird gut, da bin ich optimistisch, weil wir sie alle machen. Aber ganz klar, dieses, weil wir sie alle machen, ist auch eine Aufforderung, wir müssen sie auch alle gemeinschaftlich machen. Das wird nicht von alleine gehen, das kann nicht die Politik alleine machen. Gerade dieses Thema Toleranz müssen wir alle gemeinsam anschieben.